Hallo, ich nehme dich heute wieder mit durch unseren Alltag. Wir waren gerade beim Wocheneinkauf. Der Kofferraum ist gut gefüllt. Ja, ich trage das jetzt erstmal alles rein. Wir haben nämlich auch ganz viel zum Grillen besorgt. Also jetzt wird es ja langsam nicht mehr Grillwetter. Deswegen wollten wir das noch einmal zelebrieren. Ich glaube, Justus wollte sogar heute grillen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir das heute noch schaffen. Aber es ist auf jeden Fall ganz, 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 ganz viel Leckeres dabei. Oh Gott. Okay, ich schaffe es. Ja, ich dachte, ich zeige dir auch mal wieder so ein Foodhaul, weil ganz viele das immer ganz toll finden und sich dafür interessieren, was es leckeres Essen gibt, was man auch so nachkaufen kann oder nachkochen kann. Deshalb zeige ich dir das jetzt, wie ich es geschafft habe, alles reinzubringen. Das ist echt praktisch mit diesen Tüten. Die hatte ich ja damals im Urlaub gekauft, auf Rügen, aber allgemein, diese Tüten sind echt toll. Die halten so einiges aus. Eine Menge halten die aus. Oh, das riecht schon hier so lecker. Warum riecht das denn so? Ist irgendwas offen? Guck ich rein. Ich hole jetzt erstmal alles rein. Auch zum Grillen haben wir eingetaucht. Ja. Dann zeige ich rein hier. Das wird lecker, Johann. So viel leckere Sachen. Ich fange jetzt erstmal an. Ganz viel steht noch draußen, beziehungsweise ist noch im Kofferraum. Aber ich zeige dir das jetzt schon mal. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange einfach an. Also wir haben wieder dieses Baguettebrot gekauft. Das essen wir mal ganz gerne zum Grillen. Das ist einfach nur so ein halbiertes. Das kennt man ja immer so aus Restaurants. Das ist richtig lecker. Darf ich dir mithelfen oder musst du das alles jetzt zeigen erst? Also ich wollte so ein Haul machen. Aber so Küchentücher und so kann ich schon einräumen, oder? Küchentücher? Hm? Ja, aber das soll ich zeigen. Klopapier. Ach so. Zeig mal kein Klopapier. Das Klopapier. Darf man damit Klopapier womit wir uns die Nase putzen. Ja, warum soll ich das nicht zeigen? Doch, ich weiß es nicht. Also, ich bin mir so nicht sicher. Speziell ist es auch wieder nicht. Doch, ich finde es so super speziell sogar. Komm, ich zeig das jetzt. Wer das nicht gucken möchte, bitte jetzt einmal vorspulen. Also, das ist ganz besonderes Klopapier. Ich finde das total toll. Das hört sich. Nein, das ist wirklich toll. Ich habe mich total gewundert. Justus kam nämlich einmal damit nach Hause. Und dann dachte ich, hä, was ist das denn? Und zwar ist das Klopapier. Und guck mal, fällt dir was auf? Fällt dir irgendwas auf? Es hat gar keine Klopapierrolle. Ja, es ist irgendwie, es funktioniert ohne Klopapierrolle. Das Coole daran ist, dass es extrem fest gewickelt ist. Es sind ja, genau, wie zwei oder sogar drei Klopapierrollen. Also ganz, ganz viel und dann auch noch ohne Klopapierrolle. Also es verbraucht sich halt komplett. Das finde ich ganz gut, weil meistens ist das ja so, dann hat man den Rest rausgerissen und dann ist das nur noch diese Klopapierrolle. Und dann ja, muss man die halt noch wegschmeißen. Ach, ich weiß nicht. Ich freue mich einfach darüber. Ich finde diese Erfindung toll. Dann machen wir weiter mit Essenssachen. Margarine. Ganz normale Sonnenblumenmargarine haben wir gekauft. Butter können wir nicht essen, weil Justus das ja nicht verträgt. Deswegen kaufen wir einfach immer Margarine. Dann haben wir hier leckere Yakult-Würstchen zum Grillen. Ganz normalen Aufschnitt haben wir natürlich auch besorgt. Also Salami und hier Quarkbrot. Justus Lieblingsessen, Quarkbrot mit Kräutersalz drauf, einfach kann man sehr gut essen. Aber die Kinder essen das auch sehr, sehr gerne. Sushi. Die Kinder lieben Sushi. Die haben sich das selber ausgesucht. Das sind diese normalen Varianten, also mit Lachs, Gurke und Thunfisch. Dann wieder normal Aufschnitt. Kennst du von uns schon, Pute, essen wir ja total gerne. Und ganz viel. Qualität nimmt alle Hürden. Pilze, ja, es sind Steinpilze. Ich liebe ja Tiefkühlgemüse, das ist immer praktisch. Man hat es immer frisch zu Hause. Seitdem ich auch meine kleine Tiefkühltruhe im Waschraum habe, wird da auch immer schön ordentlich gefüllt. Hier haben wir noch ein Barberie-Entenbrustfilet. Das kann man gut backen. Man kann gut Pekingente daraus machen, also Original-Pekingente, nicht dieses süß-sauer, was man so bekommt in China-Restaurants, sondern so richtig echte, also richtig gebacken. Und dann hat man so einen Teigfladen und dann legt man das so drauf und dann hat man noch Gurke oder auch noch Lauch und dann rollt man das so zusammen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich glaube, die meisten kennen das gar nicht. Die meisten denken wirklich an dieses Typische, was man im China-Restaurant bekommt, das, was überhaupt nicht schmeckt. Dann haben wir wieder Wurstsalat, Justus. Justus Wurstsalat. Da haben wir noch normalen Kartoffelsalat. Gerade zum Grillen, wenn man nicht noch Lust und Zeit hat, noch einen Salat zu machen. Maiskolben.
richtig lecker. Die mache ich übrigens sehr, sehr gerne in meinem Bobbelwobbel, in meinem Kochtopf da hinten. Das geht super schnell damit. Also normalerweise braucht es ja ewig lange, gerade so Mais braucht irgendwie Stunden. Ja, hier nein, 45 Minuten. Also in meinem Bobbelwobbel dauert es 20 Minuten. Also man sagt ja mal die Hälfte der Zeit, die es sonst brauchen würde. Und dann ist das wirklich super zart und saftig und richtig lecker. Ich hatte das auch einmal im Topf gemacht. Das hat 45 Minuten gedauert und dann war es immer noch nicht richtig durch. Leckere Tjauze, also gefüllte Teigtaschen. Sehr, sehr lecker. Ich liebe das. Oder Gyoza, wie man das so auf Japanisch nennt. Danke. Sehr schön. Eis. Einfach nur Eis. Also Würfel. Eiswürfel. Dann auch nochmal Würstchen. Wir wollen ja ordentlich grillen. Haben wir noch mehr Aufschnitt, also ganz normalen Schinken, nochmal Salami, Lachsfilet, nee, nicht Lachsfilet, was habt ihr? Forellenfilet, genau, die essen ja immer zum Frühstück, dann noch mit Zwiebeln drauf. Das ist voll parallel ein. Das ist lieb. Dann haben wir hier Garnelen. Oh, mit Chili. Habe ich das falsch besorgt? Für den Salat. Ja, aber mit Chili. Oh, gute Idee. Zu scharf. Können die Kinder das nicht essen? Ich dachte, das ist normal geworden. Ach, das ist doch gut. Das, guck mal, hier ist auch schon. Guck auch mal, ich bin gesagt, Salat. Salat. Ja, aber. Also, man kann das ja richtig gut anbraten, dann auf Salat drüber oder auch auf Spießen und dann grillen. Super, mega lecker. Aber wir wollen doch heute grillen, ne? Ich sage ja, ich weiß nicht, ob wir das heute schaffen. Weil gleich fahre ich noch zum Friseur. Ach, wir grillen einfach später. Machen wir Mondscheingrillen. Mondscheingrillen? Mhm. Ich weiß nicht. Die Kinder das aushalten, so lange Hunger. Also ich gehe nicht zum Friseur, nicht für mich, sondern für Elisa. Elisa hat heute ihren allerersten Friseurtermin und ich freue mich so und wir müssen uns ein bisschen beeilen. Also ich beeile mich jetzt. Ich nehme dich da auch mit. Ich bin gespannt, was für eine Frisur sie kriegt. Aber dazu gleich mehr. Hier nochmal normale Garnelen ohne Chili, ohne Gewürze. Kann man dann selber würzen. Oder ich mag sie eigentlich nur pur. Einfach mit so ein bisschen Knoblauch und ein bisschen Salz drüber. Schmeckt auch schon sehr, sehr lecker. Also dieser natürliche, pure Geschmack. Den mag ich meistens sogar viel lieber, als wenn man da so eine Parinade. Parinade. Marinade. Marinade. Da waren sich schon immer ganz lustig über meine Sprachstörung. Parinade. Parinade. Da ist auch ganz viel Parinade drauf. Ja, hier Spare Ribs. Ja, für Clara, ne? Ja, Clara liebt das. Sie isst das sehr, sehr gerne. Okay, soll das nochmal in die Tiefkultur eigentlich? Haben wir jetzt dann so viel besorgt. Dann gleich einen kleinen Steak machen und heute Abend grillen. Habe ich nichts dagegen. Also grillen auf jeden Fall. Das hier ist leer. Machen wir weiter mit gesundem Gemüse, Obst und so. Also Brokkoli haben wir einmal gekauft. Was Elisa total gerne gegessen hat im Kindergarten, das hat mir die Erzieherin gesagt, ist so ein Brokkoli-Taler oder Brokkoli-Fladen oder sowas, sowas Kleines. Und das wollte ich dann zu Hause auch mal nachmachen. Das hat sie sogar lieber gegessen als den Hauptgang, den es da gab. Also nur diese Beilage fand sie lecker. Trauben. Was ist denn jetzt zum Grillen? Hier sind ganz viele Tomaten drin. Die zum Grillen? Wir müssen mal überlegen. Ja, mach ich. Das wird zu viel machen. Hier sind Äpfel drin. Endlich ist Mandarinenzeit. Elisa sagt auch schon immer Mandarine. Nee, was sagt sie? Sie macht, Mandarine. Sagt, Mandarine. Total süß. Mir schmeckt das sehr, sehr gut. Ich glaube, das war das nicht schon mal? Als sie ein Jahr alt war oder noch nicht mal ein Jahr alt war? Ja. Da gab es doch schon mal so eine Zeit. Ja. Habe ich doch schon mal mitgevloggt. Ja, die freut sich auch sehr über die Mandarinen. Die Mandarinen. Eier. Oh, das normal Hühnereier. Dann haben wir Mango. Die lieben meine Kinder. Meine Kinder essen gerne Mango. Oh, guck mal, der hat ja noch ganz viele Haare. Kokosnuss. Also Johann und Clara mögen immer diesen Kokosnusssaft trinken. Das Fruchtfleisch, ja, kommt eigentlich immer zu kurz, ne? Aber so kleine Chips draus machen, das schmeckt bestimmt gut. Ja. Und Elisa ist, glaube ich, das erste Mal, dass sie dann so eine Kokosnuss trinkt. Ja, die friere ich noch ein, ne? Oder willst du heute Abend dieses mit Salat? Nee, diese mit Chili. Ich muss mal überlegen, was ich damit mache. Hier diese Passionsfrucht. Ja. Ganz viele. Können die Kinder dann löffeln. Sind ja so sehr, sehr sauer. Aber sauer macht ja lustig. Pinienzapfen. Das haben wir jedes Jahr eigentlich zu Hause. So ein
Pinienzapfen. Und wenn man den dann einfach bei sich zu Hause reinstellt, zum Beispiel am Kamin oder an der Heizung oder man stellt ihn einfach irgendwo hin, dann dauert das so eine Zeit lang und dann geht er so von selbst auf. Dann hört man das so knacken. Und dann zerfällt er und macht ganz viel Dreck. Ja, aber ist süß. Ich finde das schön. Das ist wie so eine Pflanze, die man zu Hause hat und die dann erblüht irgendwann. Knoblauch. Ich brauche wieder Knoblauchnachschub. Ich habe nur noch so, oh ja, die sieht nicht mehr so gut aus. Ich glaube, die müssen wir wegschmeißen. Ja, die muss weg. Aber Knoblauch zum Kochen. Auf jeden Fall muss immer rein. Das macht immer einen ganz, ganz leckeren Geschmack. Meinst du, wir schaffen es dieses Mal, Datteln im Speckmantel selber zu machen? Oder schaffen wir es nicht? Nee, ne? Schaffen wir nicht. Nicht. Immer lieber gekauft. Und ich glaube, du hast auch jetzt wirklich genug besorgt. Ja, aber man braucht ja die Auswahl. Das ist ja das, was lecker ist. Also Datteln und dann haben wir noch hier Zitronen. Ganz einfach mal Zitronen. Noch mehr Zitronen und noch eine Granatapfel. Granatapfel. Der ist so ein bisschen angedütscht schon. Ist der schlecht gekauft? Ein bisschen angedütscht. Ach nein, der ist ja sonst reif und so. Super. Auch leer? Hier mein Knöpfchen kommt jetzt dran. Hier ist eigentlich ganz viel Brot drin. Also Baguette. Sehr, sehr lecker. Justus mag das Baguette sehr gerne. Das gibt's da beim Bäcker, ne? Hm. Also im Supermarkt beim Bäcker. Und dann haben wir noch normale Frühstücksbrötchen wieder besorgt. Hier für Samstag, Sonntag. Dann müssen wir noch Bäcker schaffen. Elisa. Hat sie wieder eingekauft, ja? Sie liebt das ja. Was machst du denn? Hast du schon alles eingeräumt? Ja, ich schon das sind ja die Achso. Hier, Käse kennst du auch von uns. Natürlich, unsere leckeren Müritzer. Den nehme ich auch ganz gerne zum Überbacken. Also ich glaube, viele nehmen dann Gouda oder Emmentaler oder so, aber ich nehme da einfach eine Scheibe davon. Zum Beispiel diesen Kürbis, den ich gemacht hatte. Auf Insta-Story habe ich das gezeigt. Da haben auch ganz viele nach dem Rezept gefragt. Da habe ich zum Schluss einfach auch nur zwei Scheiben Müritzer draufgelegt und dann war das auch so richtig lecker überbacken und dann so hat so Fäden gezogen. Ich liebe das, wenn Käse Fäden zieht. Das sieht dann auch schon so lecker aus. Machen wir weiter. Hast du das schon gezeigt hier? Was denn? Hier das. Paprika? Ja, ja, Paprika. Also wir haben noch Paprika gekauft. Ich weiß ja, ob man das jetzt so. Also Paprika, sie ist rot und hat einen Stiel. Und? Ja, ich wollte mal wieder neue Früchte ausprobieren. Bisher, die ich dir gekauft hatte, ist doch Papaya, ne? Ja, Papaya hat immer nicht so lecker geschmeckt. Ich weiß nicht, ob ich sie einfach falsch gekauft habe oder ob sie noch nicht ordentlich reif war oder so. Kannst du mir mal schreiben, ob du schon mal Papaya gegessen hast und wenn ja, wie? Ob du die einfach nur löffelst oder ob du sie zum Salat machst oder so. Ich weiß gar nicht, was kann man noch damit machen. Aber da hätte ich gerne ein paar Rezeptideen. Chips, diese Erdnussflips sind das. Für Justus berühmte Salat- und Marinadensoße zum Grillen brauchen wir natürlich auch Senf. Das ist ganz wichtig. Hat sich hier Justus was gejönnt. Das ist nicht für mich, das ist für Johann. Das ist für Johann. Ja, ich brauche ja diesen, den Wachs. Und Johann braucht ja ein ganz starkes Gel. Ja, das die Männer. Ich weiß es nicht, ob das gut ist. Männer und ihre Frisuren. Und dann noch Naschis. Fertig, oder? Soll ich noch Getränke zeigen? Komm, das zeige ich auch noch. Hier haben wir dann immer noch so eine Kiste. Da kommen dann die schweren Sachen rein, die Getränke und so. Ja, wir haben dieses Mal auch ein bisschen was Süßes besorgt. Also die Kinder durften sich was aussuchen und das ist dann das hier geworden. Natürlich auch normales Sprudelwasser. Das nehmen wir immer mit, wenn wir auf Ausflügen sind. Das ist immer am praktischsten, wenn man so eine Flasche hat. Zu Hause haben wir normales Leitungswasser, was wir trinken. Und dann nochmal Chips. Das war's. Das sind hier meine ganz normalen Beutel, die ich immer zum Einkaufen benutze für Obst und Gemüse. Kann ich auch nochmal unten verlinken. Da fragen immer ganz oft welche nach. Also die sind wirklich toll. Da braucht man keine Plastiktüten, die es da immer so gibt. Das war ein kurzer, schneller Wocheneinkaufshaul. Wir haben echt viel gekauft. Ach, ich liebe das. Jetzt ist mein Kühlschrank wieder richtig voll. Dann machen wir uns gleich auch schon fertig. Und dann geht's los mit Elisa. Ich bin total gespannt, wie sie reagieren wird, weil sie kennt das so noch gar nicht. Bisher haben ja nur Justus und ich einmal ihr so ein bisschen die Haare geschnitten, weil das sehr, sehr unregelmäßig wurde. Es wurde sehr, sehr fusselig. Viele Haare sind halt ganz lang und viele wachsen irgendwie gar nicht so. Und dann haben wir ihr sie so ein bisschen geschnitten. Aber ich hoffe, dass dieses Mal meine Friseurin macht das übrigens, die Christine, dass sie das so richtig hübsch hinkriegt. Ich weiß nicht, was man da so machen kann bei so kurzen Haaren, so Kurzhaarfrisur. Und mal gucken. Ich bin gespannt. Und ob Elisa da dann auch ruhig und still sitzt, ne? Ich glaube, je nachdem, wie du auf sie einwirkst, wenn sie das sieht, dass du ruhig bist, dann ist sie auch ruhig.
Ansonsten kannst du ja sagen, gleich gibt's Naschi. Ja, das ist Justus' Methode. Oder eine Bandarine. Ja. Das ist deine Methode. Ja. Unsere Obstschale sprudelt. Sprudelt voller Obst. Das sieht so toll aus. Das ist wirklich eine Wochenration. Oder noch nicht mal, ne? Kriegen wir ganz gut weg. Ich hole jetzt noch einmal schnell Elisas Sitz aus dem großen Auto. Ich würde nämlich hier einmal mit dem Kleinen fahren. Damit komme ich nämlich besser in die Parklücken rein. Deshalb hole ich einmal ihren Sitz und baue den hier einmal schnell ein. Kann man auch immer ganz gut nutzen, um den nochmal sauer zu machen. Ist immer voller Krümel, weil dieser auch im Auto immer ganz gerne in der Brötchen ist. Elisa, los geht's. Ja. Sag nochmal Tschüss zu allen. Sag nochmal Tschüss. Tschüss, Elisa. Viel Spaß. Elisa geht jetzt zum Friseur. Schnuller mitnehmen. Meinst du, das brauchen wir, Elisa? Oh, Elisa läuft schon vor. Elisa, hier einsteigen. Komm, Schnubbi, einsteigen. Mhm. Geht's? Ja. Ja, geht. Hoch, hoch. Darauf. Elisa, die kleine Kletterkünstlerin. Super. Einmal hinsetzen. Elisa. Na komm, einmal anschnallen, Schnubbi. Ich habe mich jetzt nochmal umgezogen, weil es heute doch ziemlich warm ist. Oder so ein warmer Tag. Was ist das denn da im Mund, Elisa? Chips. Das brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Elisa, ja. Wir fahren jetzt zum Friseur. Mhm. Und da kriegst du deine Haare geschnitten, okay? Mhm. Kriegst du so richtig schicke Frisur dann, ja? Freust du dich schon? Mhm. Dann fahren wir jetzt los. Singen. Musik? Ja. Musik anmachen und dann singen die? Mhm. Okay, ich räume erstmal Papis Sachen weg. Haben wir alles. Bin auch früh dran. 10 Minuten zu früh. Das ist immer gut. Aber die Zeit werde ich bestimmt wieder doch gebrauchen können. Tschüss, Clara! Lisa ist eingeschlafen. Wir sind jetzt schon da. Wir haben eh noch ein paar Minuten Zeit, deshalb ist das nicht schlimm. Ich lasse ja jetzt einfach noch ein bisschen schlafen. Ich wollte eh noch was erzählen. Und zwar hatte ich ja schon gesagt, dass es diese Woche noch besondere Videos geben wird. Und ein Video wird jetzt heute noch online gehen. Also heute gibt es 2 Videos auf diesem YouTube-Kanal hier von mir. Um wie viel Uhr es online geht, weiß ich noch nicht. Aber ich werde es auf Instagram Bescheid sagen. Also folge mir da gerne. Ich bin nämlich schon total aufgeregt. Oh, das wird toll. Also das wird sehr, sehr toll. Ich bin ganz gespannt, was du sagen wirst und was du sagen wirst. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du dabei bist, auch wenn es heute 2 Videos gibt. Aber das eine ist wirklich nicht lang, das Video, und es ist eben auch was Besonderes. Deshalb, ja, also ich sag Bescheid auf Instagram. Ich hoffe, sie wacht gleich auf und ist nicht so noch müde, sonst... Ja, sind die Kinder ja immer noch nicht so ganz gut gelaunt. Christine ist ja auch total nett, meine Friseurin. Sie weiß auch schon, dass ich heute mit Baby komme. Und ich wollte noch etwas sagen zum Thema Nancy und Justus. Dazu hatte ich ja ein Video gemacht, dass wir keine Szenen mehr zeigen werden von uns beiden, weil die einfach sehr privat sind und weil viele das missverstanden hatten. Auf Instagram hatte ich schon Bescheid gesagt, noch am selben Tag, als dieses Video online ging. Und zwar hatte ich einfach so viele tolle, liebe Nachrichten bekommen. Ja, einfach total nett, und es hat mich alles nochmal zum Nachdenken gebracht, und ich habe dann doch eigentlich ziemlich schnell mit Justus entschieden, dass unsere Community doch sehr, sehr stark ist und sehr hinter uns steht, und dass eigentlich über 99% das eigentlich sehr schön finden, dass wir solche privaten Momente teilen und die eigentlich diesen Humor, den wir haben, der sehr sarkastisch und ironisch manchmal gemeint ist, auch gut nachvollziehen können. Elisa ist halb wach. Wir gehen jetzt los. Hallo. Ja, dann kommt man mit. Ja.
Sie alleine sitzen? Achso, soll ich dazu sitzen? Nee, ist die Frage gerade. Achso, ja, kann ich machen. Wie ihr das am liebsten habt, weil wenn sie alleine sitzt, würde ich sonst einen Untersetzer nehmen, dass sie ein bisschen... Nee, dann ist es eine gute Idee. Wusste ich gar nicht, dass man das machen kann. Ja. Dann sitze ich mit ihr. Ja. Klar. Sitzen wir zusammen, Schnubbi. Komm. Was soll denn bei deinen Lippen passieren? Ja, eigentlich nur hübsch. Also sie hat bisher noch nie so einen richtigen Schnitt gehabt. Mhm. Und das wäre also das erste Mal. Und ja, das ist halt so unregelmäßig. Ne? Manche haben so lang, manche nicht. Mhm. Das ist also es einfach... wird zum Anfang allerdings noch kein wirklicher Haarschnitt werden. Ja, klar. Dafür ist es noch viel zu kurz. Ja. Im Endeffekt, dafür hat sie vorne ja immer noch das Problem, dass da noch nicht so viel ist. Und dass sie dann hier hinten immer noch so, man sagt ja immer so, diese kleinen süßen Babyhaare noch hat von genau. ganz am Anfang an. Ne? Ja, du wirst das ja schon irgendwie hübsch, ne? Wenn es hübsch aussieht. Das kriegen wir hin. Okay. Sehr gut. Möchtest du irgendwas trinken? Ja, ein Wasser gern. Mit, ohne? Ohne. Kann Elisa da mittrinken, ja? Kriegen wir jetzt was zu trinken, Elisa. Okay. Dann mache ich hier erstmal ein Kilo. Ach so. Alles gut, kannst du ruhig da lassen. Okay. Dann mache ich das mal so. Und dann kannst du das ja aus der Perspektive so machen, dass es für dich geht. Ich habe ja nächste Woche bei dir. Genau, das heißt Termin. Zum Schneiden. Ne? Ja. Wollen wir es probieren mit Kette? Bei ihr? Mhm. Ja. Süß, wie sie guckt. Mhm. Was will die Frau von mir? Ich habe ja schon erzählt, dass es heute Haare schneiden. Ja? Wollen wir einen Hundekittel einmal bei dir ummachen? Ist dieser auch ein Kittel? Wenn Mama einen kriegt, kriegst du auch einen. Zack. Oh, schick. Dass du sie einmal so drehst. Ach so, okay. Genau. Perfekt. So, ja? Ja, perfekt. Kann ich einmal gucken, was denn los ist. Also wie gesagt, wir haben jetzt natürlich die Option, einfach mal von hinten so ein bisschen kürzer mit wegzuschneiden, weil das ist ja das, was hier hinten geht. So sehr zibbelig ist, ne? Ja. Also, dass du auch ein bisschen bei ihren Ohren guckst, weil ich möchte nicht, dass sie zu frei sind. Da würde ich tatsächlich nur dieses ganz dünne, fipsige hier wegnehmen und ich würde das so ein bisschen noch tatsächlich drüber lassen. Ich würde die Ohren nicht freischneiden. Okay. Gott will, nein. Aber ich finde, dann sieht sie aus wie Prinz Eisenherz. Ja, genau. Nee, das wollen wir auch nicht. Lisa weiß ja nicht so recht. Nee, ob sie es gut finden soll oder doof finden soll. Aber man merkt langsam, dass sie kräftigeres hat, ne? Dass sie ihr Nacken kommt. Jetzt übergeht noch seit der Geburt die Haare. Mhm, genau, das sind die, die tatsächlich schon von Anfang an da sind. Einmal gerade. Perfekt. So eine leichte Bewegung hat es auch noch, ne? Zu bellen, meinst du? Ja. Das ist leichter. Mhm. Also Justus meinte schon stolz, das sind seine Gene, dass sie sich so ein bisschen bellen. Lass ihn noch ein bisschen in den Glauben. Er wird es früher oder später merken, dass sie doch etwas kleiner werden. Aber sie wird immer die Neigung dazu dann wahrscheinlich trotzdem mal haben, dass sie ein bisschen gegebenenfalls genau nicht ganz stur glatt sind wie bei dir jetzt, sondern dass sie so eine ganz leichte Bewegung vielleicht einfach mit drin haben werden. Vielleicht schenkt Elisa dir heute noch ein Lächeln. Nachher, ja, passieren dann, wenn sie gehen dann ja. Wahrscheinlich. Du musst die Kleine dementsprechend so nehmen. Ja. Dass ich auf. Genau. Ja, perfekt. Das hat eben im Auto noch geschlafen. Ja, okay, es ist der Halbwachmodus. Und ich wüsste, was eigentlich gerade um mich herum passiert. So gut, Buckel wieder, ne? Schnubbi, macht dir Spaß? Guck mal, jetzt kommt das Lächeln. Jetzt kommt es. Du hast so einen Kittel an, ne? Ja, das geht um den Hals. Und die Haare, die werden geschnitten. Sieht das? Wenn man nach unten gucke. So? Genau. Sieht das? Super, Elisa. Jetzt einmal, dass ich gucken kann. Einfach nur schusch. Als würde sie wissen, dass sie jetzt stillhalten muss. Komisch. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Das ist so gut mitgemacht. Ja, dass sie einfach so still bleibt extra, damit du schneiden kannst. Ich dachte, sie kommt eher mehr. Ich glaube, das spricht noch eher die Müdigkeit ein bisschen aus. Ja. Dieses, ja, ich lasse es einfach mal mich ergeben, weil am liebsten würde ich jetzt gerne die Augen wieder zumachen. Einmal nur nach unten noch mal gucken. Okay, nur nach unten. So, Elisa, so. Ja, super. Jetzt müssen wir einmal, jetzt musst du mir einmal nur vorne gleich sagen, ob du das tatsächlich immer noch eher so zur Seite ziehen willst.
ne, die Haare, dass sie so zur Seite fallen. Mhm. Ja, wenn du sie jetzt natürlich, merkst ja, dann dafür ist die kleine Spitze zu lang. Die ist doof, ne, die Spitze, ne? Die machen wir wieder weg. Oder ja. ob du sagst, zieh sie lieber, ich lasse sie erstmal mit in die Seite mit reinwachsen. Das Problem ist, wenn ich so mache, dann ist nach 2 Minuten eh wieder so vorne. Nach vorne weg. Das stört sich schon so ein bisschen, dass sie in die Augen reingehen. Ist immer jemand, der alles so über sich ergehen lässt? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Das hier würde ich jetzt erstmal kommen lassen. Das okay. Soll Justus noch ein bisschen die Option haben, dass die Haare nach ihm kommen? Ja. Dass sie eine kleine süße Welle hat. Mhm. Vielleicht behält sie die auch über dem Ohr, weiß man immer nicht. Ja. Wie du siehst, ist ja selber eher genau. Stura mittlerweile. Ja. Eher Richtung asiatisch statt auf europäisch. Dann. Guck mal, schon geschafft, Elisa. Fertig. Super gemacht, Elisa. Ich mache gleich mal ein bisschen. Ja, wird gleich bald ihr geduscht. Mhm. Dann darfst du sie einmal runtersetzen. Genau, und dann befreien wir Mama einmal von dem Kittel. Fertig. Fein gemacht. Ganz, ganz fein gemacht. Komm, wir gehen jetzt ganz schnell. Jetzt wieder gehen, Mama. Bitte. Ja. Das ist super gemacht, Elisa. Die Löcher sind richtig. Ja. Jetzt gibt es noch ein Eis. Lisa wollte jetzt noch ein Eis essen. Genau, ein Kindereis ist das. Lass es dir schmecken, Elisa, ja? Hat sich Elisa verdient. Bei diesem Strapazen. Weißt du, richtig gut gemacht. Hinten sieht das jetzt so aus. So ein bisschen so kropfartig. Und ganz toll geschnitten. Süß. So von hinten sieht es aus wie Heidi. Mami zeigt deinen Hinterkopf. Willst du nochmal dein Eis zeigen? Ja, dein Eis. Hui. Ja, super, Elisa. Das macht Spaß. Okay, dann gehen wir mal zu Papi und zeig ihm deine neuen Haare. So, kann Papi gleich staunen, ja? So, okay. Guck mal, Elisa, neue Frisur, Johann, guck mal. Oh, Elisa! Schick aus, ne? Mal gucken, was Papi sagt. Warte, jetzt kommt Papi. Oh, schickes Mädchen. Zeig mal. Eine Kurzhaarfrisur, ja? Aber du hast verhindert, dass sie noch mehr abgeschnitten bekommt, ja? Wieso? Noch mehr? Ja, also wenn ich Friseurin wäre, hätte ich wahrscheinlich noch mehr abgeschnitten. Nein, sie meinte, das wäre gut so. Ja? Also hinten ist es ja jetzt so bobmäßig. Guck mal hinten. Zeig mal. Oh. So richtig schön. Bob. Bob. Elisa, sag mal Bob. Hast du einen Bob? Nein. Nein? Und hat sie geweint? Gar nicht. Siehste? Ganz ruhig saß sie meine da und, Tochter. Und hatte irgendwie auch so das Gefühl. Nein, nicht meine Tochter. War wirklich ganz ruhig da, als wüsste sie, sie müsste beim Friseur jetzt ruhig sitzen, damit ihr die Haare geschnitten werden. Total süß. Magst du gerne das Wort? Auf meinem Schoß hat sie gesessen. Das war richtig gut. Ich kenne das so gar nicht. Das ist eine sehr gute Idee. Von Johann und Clara, die saßen ja immer alleine. Elisa auch. So? Willst du meine Zunge rausstrecken? Ja. Dann hat sie noch ein Eis bekommen. Oh, ein Eis hast du gleich auch schon aufgetan. Elisa, ja, das, ja ganz schön das lange ist ja super unterwegs, frech. Oder? Nö, war noch nicht lange unterwegs. Ja, also 2,5 Stunden. Ja, Hin- und Rückfahrt, ne? Achso, ich habe so ein bisschen was geshoppt. Das wollte ich dir noch zeigen, was ich geshoppt habe. Ach, zeig mal. Ja, ich habe was geshoppt. Und zwar habe ich einmal Socken geshoppt. Aber die sind so süß. Guck mal, bin ich verrückt oder ich weiß nicht. Ich fand die total niedlich. Sind ja so, ja, einfach nur dicke Socken. Socken. Jetzt zeig mal, Mami möchte mal zeigen, weil die haben hier noch so Grip. Oh, also so richtige Herbst-Winter-Socken. Süß, ne, Elisa? Dann habe ich noch Pullover gekauft. Und zwar in dieser Farbe, diesem Bordeaux, finde ich total schön im Moment. Diese Socken. Anti-Rutsch-Socken. Rosa und dann nochmal so eins. Boppel. Boppel.
Boppelboppel. Moppelboppel. Ja, das sind einfach nur so, oh, guck mal, ganz hübsch. Hinten hat es sogar noch so was zum Schleifen machen. Das ist jetzt von Colosseum. Da habe ich mir einfach dieses, so einen länglichen Pullover einfach. Und denselben, weil ich ja verrückt bin, kaufe ich mir immer gerne denselben, also wenn er mir gefällt. Ich versuch Pullover zu Danke, sagen. Elisa. Pullover, Elisa. Pullover. Den habe ich mir hier auch nochmal gekauft in rosa, auch mit so einer Schleife hinten. Und dann habe ich mir noch so einen gekauft, mit so leichtem Rolli von Kubus. Da gucke ich auch immer ganz gerne. Der ist auch nochmal länger geschnitten, kann man sogar als Kleid tragen. Also ich werde dir das jetzt nicht angezogen zeigen, weil ich bald sowieso nochmal so ein Herbst-Winter-Haul geplant habe. Warum sitzen jetzt eigentlich alle hier? Ja, du hast gesagt, du zeigst uns was. Ach, ihr wolltet das jetzt. Ich dachte, ich zeige es den Zuschauern. Achso, mit du meinst du die? Achso. Okay, gut. Lustig. So, dann gehe ich hier wieder weg. Elisa. Nee, die Kamera. Elisa, schlimm. Na, auf jeden Fall zeige ich dir das bald. Nochmal in einem anderen Video-Vlog. Ich sei nicht so herausstrecken. Ist doch nicht lieb, Schnuppi. Er ist doch nicht lieb. Und da habe ich auch nochmal ganz viele andere Sachen bestellt. Auch online. Und dann kann Justus auch nochmal seine Kommentare dazu abgeben. So viel zu den Videos mit Justus und Nancy. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.